oder Bastelzeit und es ist mal wieder soweit. Es sind mir zu viele Dinge kaputt gegangen. Wir machen einen kleinen Reparaturmarathon. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal gerade grob drauf, was ich denn hier so für Geräte habe. Das erste, das hat der ein oder andere von euch vielleicht schon gesehen, das ist das hier. Das ist eine Powerbank. Die hatte ich in dem Livestream zerlegt, konnte nicht wirklich finden, was da los ist. Ich wollte es jetzt ausschlachten, aber dann ist mir ja aufgefallen, wenn ich hier so ein bisschen drehe. Ja, ich denke, man kann es da so ein bisschen erkennen an dem entsprechenden Induktor da, an der Spule. Da scheint ein bisschen Korrosion zu sein. Also, Wasserschaden. Holen wir das Board mal raus. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch in Betrieb. Denn die zwei Zellen, die hier drin sind, die dürften eigentlich noch okay sein. Die sind jetzt nicht so alt. Mit etwas Glück kriege ich die ja wieder ans Laufen. Und wenn wir schon bei Powerbanks sind, ich habe hier noch eine. Das ist hier so eine mit einer Solarzelle drauf. Ja, die Solarzellen bei solchen Powerbanks, die sind natürlich eher witzlos. Die können nie im Leben genügend Saft bringen, dass das irgendwie sinnvoll den Akku lädt. Vorteil bei der hier, oder was interessant ist an der, ist einmal das hier. Das weiße, was man hier oben eventuell noch so erahnen kann. Das ist eine UV-LED. Das heißt, damit kann man hier so Geldscheine prüfen oder sowas. Und auf der anderen Seite, da haben wir hier ein relativ großes Panel mit LEDs, was man so als Taschenlampe nutzen kann. Da sieht man auch, da war offensichtlich das Design Department wieder wichtiger als die Technik, weil wir haben hier drei LEDs jeweils nebeneinander in der Matrix. Hier oben geht das. Hier ist das schon sehr heftig am Rand. Hier unten sind die äußeren LEDs quasi verdeckt und ganz hier unten, ja, hinter diesen Ecken sind auch noch LEDs. Wer baut sowas? Gar. Na gut, die hier, die geht gar nicht mehr, da reagiert nichts. Wenn ich hier den Knopf an der Seite ist, so einen Einschalter drücke, da geht keine LED an, kein nix. Normalerweise müsste ohnehin jetzt die LED an sein, weil er denkt, der würde von Solar laden. Nimmt auch keinen Strom, soweit ich gesehen habe. Kleiner Vorteil, hier unten ist schon mir das Ding mal irgendwann runtergefallen, da guckt schon so eine Ecke raus. Also ich kann zumindest einen kleinen Blick ins Innere werfen. Ne. Und last but not least, auch mit Akku, aber nicht ganz so ja, Power Delivery freundlich, ist das Ding hier. Das hier, das ist ein Bluetooth-Empfänger. Das heißt, wir haben hier entsprechend eine Ladebuchse, mit der wird das Ganze aufgeladen, einen internen Akku. Dann können wir es hier über die Taste einschalten, lauter leiser vor zurück. Und der große Vorteil, wir haben hier oben einen Kopfhöreranschluss und da können wir einen ganz normalen Kopfhörer anklemmen. Ich bin hier mit denen eigentlich ganz zufrieden, weil zum einen, man kann einen Kopfhörer halt anschließen, das heißt, ja, ist für mich relativ praktisch, weil bei meinem Handy dummerweise die Kopfhörerbuchse ziemlich ausgenudelt ist. Da fällt es gerne mal raus. Zumal das Handy halt leider auch so eins ist, was hier so ein schräges Design hat, nenne ich es mal. Das heißt, hier ist alles abgerundet an der Seite und entsprechend kriegt man die Kopfhöreranschlüsse auch nicht sauber da rein. Deswegen die hier, da nutzt sich das Ding vom Handy nicht so ab und entsprechend kann man trotzdem was Normales benutzen. So kleine Earpods oder so hatte ich auch mal probiert, aber ganz ehrlich, die sind mir ein bisschen zu klein. Die gehen irgendwie immer in der Tasche verloren und dann sucht man sie. Und ja. Deswegen, ich habe hier von denen zum Glück noch ein paar. Einer davon, den habe ich aktuell im Einsatz. Der hier ist kaputt, der lädt nicht mehr richtig. Ich gehe einfach davon aus, dass hier unten die Micro-USB-Buchse nicht mehr in Ordnung ist. Wir sehen, die ist schon so. Ist das Rost oder ist es nur. Ja, es ist Rost, wie es aussieht. Also das wäre eine Möglichkeit, aber ich gehe davon aus, dass auch nicht mehr ganz festgelötet ist, dass die vom Board runtergerissen wurde. Gut, ich würde sagen, holen wir mal ein bisschen Werkzeug und fangen an, hier Dinge zu zerlegen. So, fangen wir mal mit dem hier an, einfach weil ich denke, dass das am einfachsten geht. Sieht geklippt aus und, jep, geht auseinander. Selbstverständlich, hier ist ein Akku drin, da sieht man die Zelle, also nicht mit irgendeinem Metall reinstechen. Ja, nehmt mich nicht als Vorbild oder wie war das? Na gut. Und zack, da sind wir schon im Inneren. Mikrofon. Tasten, sieht alles okay aus. Wir haben hier Korrosion, wir haben da Korrosion. Und das Rumdrehen. Oh yeah. Okay, gut. Was haben wir denn hier überhaupt? Hier ist ein Chip. Das ist der AC1839E8Q914. Das sagt mir gar nichts von JL. Oh, auch hier Korrosion.
Interessant, dass das so weit da hoch ist. Und ja. Okay. Ich glaube, die Buchse, die hat eventuell ein kleines Problem. USB 2. Aha. So beschriftet man das normal nicht. Wir haben keine Capri-Sonne, das ist schon mal gut. Also der Akku ist nicht aufgebläht. Sieht auch noch soweit okay aus. Hier sehe ich jetzt erstmal keine Korrosionsschäden. Was ich sehe, das ist hier Holz. Ach nee, das ist irgendein Aufkleber oder sowas, der da wohl war. Okay. Wie sieht die Buchse von innen aus? Eigentlich gar nicht so schlimm. Die Kontakte sind sauber. Vielleicht reicht's ja, wenn wir das Ding einfach eine Runde mal sauber machen und gucken, was rauskommt. Aber zuerst mal irgendwie den Akku ablöten, denn mit einem Akku, der unter Strom ist, arbeiten ist eventuell nicht optimal. So, gerade mal schauen, ist die Beschriftung richtig? B- ist schwarz, B+ ist rot. Ich habe die Befürchtung, dass die Dinger hier nur mäßig kooperieren wollen, wenn die schon so korrodiert sind. Versuchen wir es mal mit etwas frischem Lot. Natürlich nicht zu viel, weil sonst geht mir irgendwie wahrscheinlich da ein Kurzschluss gleich hin. Okay, da nimmt er was. Erstmal wieder unsere Pinzette und versuchen das hier irgendwie zu halten. Okay, so, Pluspol ist auf Seite. Wunderschön. Der Minuspol machen wir auch mit weg. So, Akku in Sicherheit. Ich meine, ganz ehrlich, der hier hat nicht wirklich viel dahinter. Ich würde auch eher davon ausgehen wollen, dass er leer ist, einfach weil das Ding ja, wie gesagt, kaputt ist. Und sobald ich hier meine Spraydose mit dem Reinigungsmittel finde, dann einmal hier ein bisschen drauf. Hier auch mal. Die Stelle hatte ich auch. Irgendwo hier hatte ich auch mal eine Zahnbürste speziell für so Fälle, aber keine Ahnung, wo die hin ist. Ob die irgendwer geholt hat fürs Bad. Ich will es nicht hoffen. Aber, na gut. Wieder halbwegs sauber. Hier hinten noch irgendwo was? Nö. Das sieht alles sauber aus. Zum Glück ist das wirklich nur ein Pad und kein Via oder irgendwas. Denn meistens, wenn die hier so schon aussehen, kriegt man drauf auch kein Lötzinn hin zum Halten. Ich probiere es jetzt einfach mal. Machen wir mal hier den Ground. So als Referenz. Festhalten wäre schon hilfreich. Ground. Bisschen Lötzinn und man sieht, das greift jetzt hier. Und hier kriegen wir das hier auch. Hier sieht man, da tut sich das Lötzinn sehr schwer, da drauf zu kommen, weil die Korrosion da das Pad quasi schon, ja, weg ist das Pad. Da ist nichts mehr. Das ganze Metall wurde quasi aufgelöst. Entsprechend kann man da auch nicht mehr hinlöten. Das sind halt so Probleme, die man da bekommen kann, wenn da Wasser drauf kommt. Insbesondere natürlich hier bei 3V7, das ist halt einfach nur der Pluspol. Da ist halt Spannung drauf und dann korrodiert das fleißig vor sich hin und dann kriegen wir auch keine schönen Lötstellen mehr. Das ist doof. Nun gut, anscheinend haben wir ja sonst nichts. Das heißt, mit etwas Glück reicht es, wenn wir die Akkus wieder anlöten. Ich gehe auf jeden Fall hinten nochmal über die Dings drüber, über die Ladeelektronik, wobei Ladeelektronik wahrscheinlich zu viel des Guten ist, denn naja, der Pluspol geht hier auf einen 100 Ohm Widerstand. Nee, 10 Ohm. Ja, geht dann hier wahrscheinlich in den Chip mit rein. Und ja, da sieht man es auch. Der rechte, der Pluspol, der ist auch angegriffen und man sieht eventuell unten auch, da ist so ein Abdruck im Lötzinn drin. Das heißt, der Pin hat sich vom Lötzinn gelöst. Das heißt, der Pluspol ist überhaupt nicht mehr fest. Kein Wunder, dass da nichts lädt. Minuspol ist meistens nicht so ein Problem. Hier insbesondere, weil halt doppelt. Da sind ja zwei Pins verlötet. Wobei das eine, glaube ich, nur der ID-Pin ist. Aber ja, aufgrund der chemischen Sachen ist Minus auch meistens nicht so angegriffen. Aber sicher ist sicher. Wir machen da einfach noch was drauf. Das sieht so aus, als ob der tatsächlich noch greift. Ich weiß, das kann man jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so schön sehen.
Aber ich kann es halt hier in 3D sehen mit dem Mikroskop. Von daher, das müsste passen. Schauen wir mal, dass wir die Batterie wieder dran kriegen. Das sieht doch gut aus. Ja, das reicht. Hier sieht man auch schön, wie die Isolierung schmilzt. Also definitiv nicht die schönste Qualität hier auf den Kabeln. Und hey, komm, bevor wir dran machen, gucken wir gerade noch auf die Spannung, was die sagt. Pluspol, Minuspol und wir haben eine Zellspannung von 3,49 Volt. Das ist, denke ich, okay. Das heißt, ich klemme es direkt dran. Das sollte dann funktionieren. Okay, Batterie dran. Wo haben wir? Hier haben wir LEDs. Dann schauen wir mal. Mikro-USB-Kabelchen. 5 Volt, klingt gut. Rote LED geht an und ich habe 60 Milliampere. Also, das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Ich denke, den hier haben wir damit wieder in Funktion. Also, bauen wir das Ding noch wieder zurück ins Gehäuse. Und dann sollte das Thema hier schon erledigt sein. Und das sieht doch gut aus. Aktiv, Akkustand 100%. Ich habe zwar keine blaue LED, also die ist offenbar auch noch irgendwie kaputt, aber Musik kommt raus, Ton kommt raus. Ich denke, das reicht für mich erstmal. Gut, kümmern wir uns mal um die Akkubank, die schon halb zerlegt war hier. Ich glaube, die Batterie hatte ich, glaube ich, schon mal gemessen, aber gucken wir trotzdem noch mal drauf. Ich weiß, womit ich es hier zu tun habe. Da haben wir 3,59 Volt. Okay. Und da hängt dieses Board hier dran. Was geht denn hier wohin? Das ist alles auf der Unterseite, die Technik. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir das unfallfrei rausbekommen. Da ist eine Schraube. Mit etwas Glück. Jo. Wow, ja. Da ist definitiv Wasser reingekommen. Wir haben hier oben entsprechend Korrosion, aber auch vor allen Dingen hier unten. Und das sieht nur mäßig gut aus. Positiv an der Sache in der Ecke mit der Batterie ist zumindest mal nix. Und ich sehe jetzt auch nichts bei den einzelnen ICs. Vor allen Dingen hier unten der I5, der sieht mir ein bisschen so aus, als ob man den nicht reparieren möchte. Was haben wir denn da Schönes? Das ist ein VL5DB oder D8. Hier ein 5056. Yeah, eine Menge weggerostet. Hier der IC, das ist noch ein XB8089D und ein Name-Chip. Da steht nichts drauf auf dem hier. Nee, ein rot-blauer Chip. Nun gut, also ich denke, auf jeder Seite haben wir kein Problem. Auf der anderen Seite schon eher. Ich habe die Befürchtung, bei diesen riesen Flecken hier, vor allen Dingen, weil darunter auch was weggebrannt ist, wie es aussieht, ja, da fehlt das Trace. Okay, ich löte erstmal den Akku ab. Das ist mir sonst ein bisschen zu heikel hier, denn da muss ich wohl mit ein bisschen mehr dran anrücken. Also schauen wir mal, ob und wie wir das hier hinkriegen. Ich sehe auf jeden Fall schon mal hier eine Beschriftung. Das ist gut. Das hier ist ja auch eine Marken-Powerbank, nennen wir es mal so. Die ist, glaube ich, ist die von GoPro oder ist die nur für GoPro? Nee, ist für GoPro von PowerAd. Okay. Meine letzte PowerAd-Powerbank ist ebenfalls mit einem Feuchtigkeitsschaden ausgestiegen. Also irgendwie sind die dafür offensichtlich ein bisschen anfälliger als der Rest, denn, naja, ich benutze jetzt nicht anders als die anderen Powerbanks. Schauen wir mal, ob wir diesen riesen Blob hier erhitzt bekommen. Das ist natürlich eine riesenthermische Masse, vor allen Dingen mit den Vias und allem. Dann tut sich da nur wenig. Drehen wir mal die Temperatur hoch. Einmal boosten, bitte. Das sieht gut aus. Da schmilzt was. Okay. Kabel minus minus. Dann machen wir das andere auch noch ab. Dann habe ich hier freie Bahn. Na komm. Wird flüssig. So. Akku frei, Akku weg. Akku nicht mehr ganz so gefährlich. Dann kümmern wir uns mal um den hier. Hier haben wir noch dieses Seitenboard.
Hier hinten, da sind zwei Batteriefächer, da kann man so GoPro-Akkus mit aufladen. Mal schauen, ob man das irgendwie. Achso, das ist da geschraubt. Aber ich denke, so müsste ich überall drankommen, wo ich möchte. Was mich jetzt interessiert, ist hier wirklich das so, wie es für mich optisch aussieht, ist da wirklich das Trace weg. Gehen wir mal ganz nah ran und. Oh ja. Wow, da ist aber irgendwas gewaltig schiefgelaufen. Denn wenn wir hier schauen, hier ist wirklich alles weggebrannt. Und wenn wir schauen, hier kommt das Trace und hier hört es halt auf und ab da ist Ende. Also was auch immer da passiert ist, es war nicht gut. Interessanterweise, das hier ist der vierte Pin. Was war denn das hier für ein Trace? Das geht hier drunter. Das hier ist eine USB-Buchse, eine normale. Nun gut. Also eher nicht gut. Aber immerhin, jetzt weiß ich, wieso es ausgefallen ist, ne? Ja, im Zweifelsfall erstmal ein bisschen Alkohol und schauen, was passiert. Hier lohnt sich hier so eine Metallbürste dann auch wirklich mal. Da ist definitiv ein Loch drin. Wieso? Wieso ist da ein Loch? Okay, machen wir hier hinten den Bereich noch sauber. Hier haben wir auch ein Via, wo irgendwie die Lötstoppmaske fehlt, aber das sieht mir jetzt nicht so aus, ob das ein Korrosionsschaden ist. Wenn wir hier schauen, da. Das sieht mir eher nach einem Herstellfehler aus. Der Batterie Plus, interessanterweise hier mit so Exposed Copper, das heißt also, hier ist freigelassen worden mit der Lötstoffmaske und dann verzinnt. Angeblich soll das ein bisschen den Strom, die Stromcapabilities erhöhen, aber na, ob das wirklich so viel bringt, vor allen Dingen, wenn das so dünn ist, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Das hier ist das Trace, was weggebrannt ist. Warum bist du weggebrannt? Ich verstehe es noch nicht. Bist du ein Kurzschluss? Du bist kein Kurzschluss. Bist du ein Kurzschluss? Du bist auch kein Kurzschluss. Bist aber auch nicht dahin verbunden. Da bist du aber verbunden. Nö. Da ist nur ein Kondensator dazwischen. Wohin geht dann dieses Trace hier oder ging? Das Mist, weil das alles unter dem Stecker hängt. Ah. Unter dem Stecker ist nicht schön, da kann ich nichts sehen. Ich habe die Befürchtung, ich komme nicht darum, die Buchse hier auszulöten. Um zu gucken, was da drunter ist und wo das Trace mal herkam. Denn hier so finde ich da mit Sicherheit nichts. Na gut, dann suche ich mir mal was, womit ich auslöten kann. Okay, mit der Endlötpistole komme ich nicht so weit, also holen wir die gute alte Methode und erhitzen das Ding so lange, bis dass es freiwillig rauskommt. Ich fürchte, das wird wahrscheinlich den Port eher zerstören, weil der innen drin Plastik hat. Aber ne, das Ding hier ist sowieso kaputt. Von daher. Wenn wir es mit einem neuen Port alleine hinkriegen, bin ich zufrieden. Ansonsten ist es halt so. Also mal ein bisschen frisches Lötzinn auf die Pads, dass ich da gleich guten Kontakt bekomme. So, dann versuchen wir das mal hier ein bisschen zu hebeln. Okay, das sieht ganz gut aus. Und aufwärts, bitte. Oh Mann, ja, das hat mehr Schäden angerichtet, als hätte sein müssen. Die Buchse, die ist definitiv hinüber. Da brauchen wir, denke ich, nicht allzu viel drüber zu reden. Aber auch hier unten, hier hat sich ein Pad verabschiedet, hier hat sich ein Pad verabschiedet. Ja. Und ja, gut. Ich weiß jetzt immerhin, was hier wo ist. Also fast. Dummerweise ist auch hier das Ganze mit entsprechend ja, Silkscreen überzogen. Und entsprechend sieht man nicht ganz so viel. Aber das hier war ein Trace, das ging hier rüber und dann hierhin. Das heißt, der und der waren verbunden. Und Bonus, hier oben habe ich mal auch noch einen verschoben. Den kriegen wir wieder fest, denke ich.
Tja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich einfach hier ein Kabel drüber gezogen. Aber leider wissen wir es erst jetzt. Und jetzt fehlen mir hier ein paar Pads. Gar. Na gut, ich guck mal, wie viel ich da noch retten kann, ob ich noch irgendwo eine Buchse habe, die ich da einlöten kann. Ansonsten, wie gesagt, im Zweifelsfall werden die Zellen in irgendeiner anderen Elektronik recycelt. Das kriegen wir im Zweifelsfall auch noch hin. Und ja. Mal schauen, das hier sieht eigentlich alles noch soweit okay aus. Da fehlt halt ein Datenkanal, der geht über ein Via, der müsste hier rauskommen. Das ist jetzt nicht ganz so problematisch. Und ja, der Rest, das wird schon irgendwie. Und nope, ich habe keine andere Buchse gefunden. Egal, hier die einfach wieder ein bisschen auseinandergebogen und wieder reingelötet. Passt schon. Den kleinen Transistor, den ich erwischt habe, auch wieder gerade gezogen. Und ja, die eine Datenleitung. Ein bisschen Metall dran und dann selber dahin gelötet. Der wird eh nur benötigt, um diese Charger-Port-Erkennung zu machen. Das ist nicht ganz so kritisch. Danach dann noch ein langes Kabel, was dann entsprechend von links nach rechts auf dem Board läuft und unsere kleinere Brandstelle da umgeht. Und die sorgt dann zukünftig dafür, dass der Strom von A nach B kommt. War ja kein Kurzschluss da. So, ja, Loch erfolgreich repariert und die Buchse mit etwas Glück kann man da immer noch was reinstecken. Ich hoffe es zumindest, denn ich habe nichts in der Bauform da. Aber sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Ich habe es wieder halbwegs zurückgebogen und zumindest mein Stecker passt rein. Also das müsste gehen. Nicht gut, aber ausreichend für meine Zwecke. Das Ding muss halt am Ende nur irgendwie Licht oder so bedienen. Speaking of Licht, holen wir erstmal hier rüber, dann sieht man auch ein bisschen mehr. Und ja, die USB-Ports waren unten. Das hilft uns jetzt nur mäßig viel. Das heißt, wir probieren das mal hier so. Aber bevor ich jetzt hingehe und den Akku anklemme, machen wir das Ganze lieber mit dem Netzteil. Mal hier irgendwie knapp 4 Volt. Batterie minus, Batterie plus. Klingt richtig. Und ich tippe mal wieder das Licht ein bisschen runter. Wenn LEDs da sind, dann sollte man die hoffentlich sehen. Und das sieht gut aus. Die LEDs gingen schon mal an. Ich denke, ihr habt es gesehen. Drücken wir nochmal kurz. Yep. LEDs gehen an. Wie viele? Kann man das sehen? Alle, okay, alle LEDs gehen an. Preisfrage, wie sieht es aus, wenn ich den Einschalter drücke? Wenn ich ihn gedrückt halte, müssten hier unten die zwei LEDs angehen. Das heißt, grob gesagt, dass er an ist. So, erstmal Kontakt finden und gedrückt halten. Ja, fast. Sie haben mal kurz geflackert, aber rot und ging wieder aus. Jetzt kann es sein, ich habe hier ein Current Limit drin. Ich stelle das mal hoch, dass einfach nur das Current Limit zu tief ist, der ein bisschen Anlaufstrom haben möchte. Probieren wir das nochmal und das sieht gut aus. Ja, war das Current Limit. Wow. Im Leerlauf zieht er mal eben 116 mA. Das ist nicht effizient, würde ich das jetzt mal nennen. Na gut, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Probieren wir mal die andere Richtung. Wie sieht es aus, wenn ich den laden möchte? Zum Laden gibt es Micro-USB oder Mini-USB. Stecken wir mal hier Micro-USB ein. Okay, die LEDs flackern. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und was sagt er, wenn ich hier Akku spiele? 3,94 Volt. Ja, 4,18 Volt. Er zieht das Ganze nach oben also. Akkuladen scheint auch zu funktionieren. Das heißt also, offensichtlich war es wirklich nur die Korrosion. Und ja, die hat einen Kurzschluss ausgelöst. Das hat das Board wegkorrodiert. Ja, muss ja nur noch der Akku dran. Vorzugsweise mit der richtigen Polarität. Minus unten. Das kriegen wir, denke ich, hin. So, und plus. Mal kurz dran halten. Und ja, die LEDs gehen an. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt beim Dranlöten bitte keinen Kurzschluss. Okay, alles dran. Dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Probieren wir es nochmal. Einmal einschalten. LED geht an. Ja, nur eine LED, aber passt schon. Gehen die hier unten an? Yep. Kommt Strom aus unserem notdürftig reparierten Port? Yep. 5,16 Volt. Klingt gut. Also, ich würde auch sagen, die Powerbank hier ist damit repariert. Als nächstes krallen wir uns mal hier die Solarpowerbank. Die hat ja gar nichts mehr gemacht.
Dann schauen wir mal, ob wir den hier auseinander bekommen. Hier ist auf jeden Fall schon mal was geklippt. Und klippt's weiter. Ja. Da klippt's auseinander eine Seite. Okay, und da sind wir drin. Wir haben eine große Capri-Sonne, die aber noch nicht dick ist. Das ist gut. Und wie sieht's hier oben aus? Das sieht eigentlich nicht so aus, als ob hier irgendwas kaputt ist. Ein bisschen Wasser da. Na gut, wir haben ja beim letzten Mal gelernt, wir sollten noch auf die Unterseite gucken. Also tun wir das dann mal. Sobald ich rausgefunden habe, welche Kabel die Batterie sind. Na super. Die Batterie ist unter diesen Klötzen festgelötet. Hier drauf haben wir einen 4606. Den hier, das könnte Battery Protection sein. Solar Minus, Solar Plus. Die Solarzelle ist direkt über die Batterie anscheinend drüber. Okay, gucken wir erstmal. Wow, die ganze Batterie ist lose. Okay. Yep. Die Batterie ist lose und auf der Rückseite ist hier unser entsprechendes 3x4er LED-Array. So, ich würde sagen, wir fangen mal erstmal damit an, dass wir den Akku messen, bevor wir ihn jetzt auslöten. Dann können wir direkt mal sehen, was da für eine Spannung noch drauf ist. Und es sind 1,74 Volt. Das klingt nach deutlich tiefentladen. Nicht gut. Das heißt, ich mache die mal ab und dann, bevor da was passiert, laden wir die erstmal. Das ist eine einzelne Zelle. Das heißt, solange die noch im Plusbereich ist, sollte die sich noch retten lassen. Wenn es mehrere Zellen hintereinander sind und man so kleine Spannungen hat, dann kann man das Problem haben, dass da einzelne von den Zellen rückwärts geladen wurden, also eine Polaritätumkehr hatten. Und das ist ganz übel, denn wenn wir die Polarität umkehren, dann können die Isolatoren sehr schnell beschädigt werden. Das ist dann natürlich ein sehr hohes Brandrisiko, das wollen wir nicht. Deswegen, ja, wenn mehrere Zellen sind und der Akku tief entladen war, vielleicht nicht nochmal laden. Das kann schief gehen. Gut, bei der hier habe ich relativ wenig Probleme mit. Das ist alles geklebt hier, das ist doof. Ich denke, man kann es so, auch wenn ich es jetzt nicht scharf stellen kann, ganz gut erkennen. Wir haben hier das LED-Panel und haben auf der anderen Seite direkt den Akku und die sind verklebt. Auf der Rückseite haben wir hier ein bisschen was an Korrosion. Das ist aber nichts, was nach Leistungselektronik aussieht. Na gut, ich hänge erstmal den Akku an ein separates Ladegerät und dann gucken wir mal, wie es danach aussieht. Okay, Akku ist jetzt extern geladen und inzwischen sogar genügend repariert, um mal wieder vernünftiges Bild hier zeigen zu können. Ich würde mal sagen, an Bord habe ich nichts gesehen, also testen wir mal. Und das sinnvollerweise nicht mit einem entsprechenden Akku, sondern wir bauen uns mal gerade einen virtuellen Akku hier mit Netzteil. 4, irgendwas Volt. Current Limit 400 mAh müsste erstmal reichen. Und wo hatten wir Batterie Minus, Batterie Plus? Also, mal ein bisschen abgedunkelt, dass man die LEDs sehen kann. Die LEDs, die befinden sich hier dazwischen. Und ich gehe jetzt mal dran mit Minus und mit Plus. Einmal und mal gucken, was passiert. Zweimal. Nichts, ich sehe auch keinen Stromverbrauch. Drücken wir mal den Taster an der Seite. Und die LEDs sind alle an. Wir ziehen 40 mA. Das sieht erstmal gut aus. Machen wir mal Doppelklick, dann müsste hier hinten die IR-LED angehen. Ja, tut sie. Wir sehen, hier hinten leuchtet das. Nicht IR, UV. Und wenn ich gedrückt halte, müsste das große Panel, das ist da, wo meine Hand ist. Und, yep, auch das Panel, wie man am Bild eventuell erkennen kann, geht an. Also das sieht mir jetzt erstmal alles okay aus. Das Einzige, was wir noch testen müssen, wäre Laden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding hier das so mag, wenn ich damit versuche zu laden. Aber probieren geht über Studieren. Versuchen wir das mal. 5 Volt, go. Und die LEDs gehen nacheinander an. Das sieht erstmal ganz okay aus. Was sagt er hier? Wenn ich da, sagen wir mal, wir gehen hier mal mit der Spannung runter.
3,95 Volt und wenn ich hier drauf gehe, okay, 3,95 Volt gebe ich aus, 3,95 Volt messe ich. Also da sollte eigentlich Strom rauskommen. Jetzt kann es natürlich sein, dass er gemeint hat, das Ding wäre voll. Ich versuche das mal hier irgendwie nochmal neu einzustecken. So, 3,94 Volt. Ja, einstecken. Ah, oh. Also ja, er tut was, er war jetzt mal gerade bei 4,8 Volt oder so, aber meine Messschnüre haben jetzt auch nicht ganz so eine Kapazität. Also er gibt auf jeden Fall Spannung aus, hat sich so eingepegelt bei 4,1 Volt. Das klingt eigentlich alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wieso das Ding nicht mehr funktioniert hat. Im Zweifelsfall ist halt einfach der Akku leer gelaufen. Eventuell, ne, durch die Solarzelle sollte es eigentlich nicht sein, weil zur Solarzelle ist noch eine Diode dazwischen. Oh, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Und ansonsten ist halt auch nicht viel zu sehen hier drauf. Also ich meine, wir haben halt hier den einen IC, das ist der MOSFET mit der Spule für 5 Volt. Wir haben hier unten den Mikrocontroller ohne Name. Wir haben hier oben einen Transistor, der sitzt direkt da, wo die LED dran hängt, die große. Ja, und wir haben hier unten nochmal einen kleinen. Das nee, ist nicht hierfür, die hängt anscheinend direkt am IO-Pin, aber viel ist das nicht hier. Na gut, Licht an und dann löten wir das Ding halt mal fest, ne? So, gucken, dass kein Metall drunter ist. Was zum Geier? Ne, das ist nur Plastik. Okay, kein Transistor, der sich abmacht. Und dran mit dem Akku. Mal dran halten. Nichts passiert. Gut. Gut fest. So, was sagt er? Geht er an? Trommelwirbel. Mal wieder das Licht ein bisschen runter. Der Qualm kommt noch vom Löten, das ist gut. Wir drücken und 3 Punkte. Das sieht erstmal richtig aus. Und ich gehe mal davon aus, der Rest geht auch. UV-Lampe geht an. Und LED-Panel geht auch an. Okay. Wieder einsatzfähig. Was auch immer damit los war. Na gut, ich werde hier wahrscheinlich hingehen und erstmal den Rahmen ein bisschen aussägen, dass man die LEDs alle am Ende sehen kann. Und ja, dann haben wir halt nicht mehr hier das schöne Muster, sondern wir haben etwas, wo man auch mit Licht machen kann. Ich brauche jetzt nicht hier dieses, was soll das überhaupt sein? Transformers oder was? Na gut, das kommt auf jeden Fall weg. Der Rest wieder rein. Solarzelle werde ich blank legen. Wie gesagt, die tut eh nicht viel und im Zweifelsfall können wir die halt woanders noch einsetzen. Wenn man sie einmal abschleift, weil die hat sehr viele Kratzspuren schon drauf. Ist halt eine Powerbank, die fliegt in der Tasche rum. Ne? Und tada, schon ist das Ding hier ausgefräst. Ist sicher nicht die schönste Sache. Aber es müsste ausreichen für meinen Zweck. Also packen wir mal das LED-Panel wieder hier rein. Und nur um sicher zu gehen, holen wir ein paar alte Boards, legen die hier drüber. Das ist dann so mein Please Don't Poke the LiPo-Schutz. Ist der zumindest nicht direkt exposed? Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo vielleicht größere Boards finde, aber fürs Erste sollte das hier so schon mal ganz okay sein, um zu verhindern, dass da jemand mit seinen Fingerchen dran rumpopelt. Ja, eventuell noch ein bisschen Kleber gleich drauf, aber sollte reichen. Ist ein bisschen Schutz. So, sieht auch gleich viel stylischer aus. Jetzt muss er nur noch laden. Wo ist unser Ladekabel? Zack, zack. Und jupp, sieht gut aus. Dann können die restlichen paar Prozent auch noch laden. Ja, und damit haben wir aus 3 kaputten Teilen, ohne wirklich irgendein Ersatzteil zu benutzen, 3 ganze Teile gemacht. Einfach nur durch Reinigen, durch Akkuladen und entsprechend ja, durch ein bisschen Lötarbeit. Und ja, damit sind die Teile hier wieder vom Elektroschrott gerettet. Na gut, bei mir landet selten was auf dem Elektroschrott. Recycelt wird mindestens, denn sind immer noch wertvolle Bauteile drin. Aber die hier, die klappen wieder ungefähr so wie vorher. Alle Funktionen sind da, zumindest die, die ich brauchen kann. Und damit würde ich sagen, dreimal tut, was es soll.